Hallo ihr Lieben, ich war heute beim Netto und habe da dort diese schönen LED-Lampen gesehen. Zu einem super Preis-Leistungs-Verhältnis. 4,99 Euro für 810 Lumen, eine 10 Watt LED-Lampe. Und ich habe mir gedacht, 5 Euro, das können die Chinesen zwar billiger, aber mal gucken, wie sieht denn die Qualität überhaupt aus von diesen deutschen LED-Lampen? Die Daten an sich, ja, nicht ganz A++, das geht ja noch, aber 180 Grad Abstrahlwinkel, ja, ist auch eigentlich ganz ordentlich für so eine LED. Meist haben die ja 120 Grad. Entschuldigt bitte die Spiegelung, dieses Plastik ist fürchterlich. Sehr schnelle Einschaltzeit, was sollte man auch anderes erwarten bei einer LED? Geringer Stromverbrauch. Gut, die meisten Benutzer werden davon eh nichts verstehen, behaupte ich jetzt mal. Weil wenn ich jetzt zu meiner Mutter gehe und sage, oh, guck mal hier, diese LED-Lampe, die braucht nur 83 mA. Boah, ist das nicht geil, Muttern. Dann würde ich auch sagen, ja, toll. Und was sagt mir das? Egal. 20.000 Einschaltzyklen. Finde ich ein bisschen wenig. Aber gut. Schauen wir mal rein, wie das Ding von innen aussieht. Und lass uns so mal diesen blöden Plastikkram loswerden. Weg. Andererseits, nein, Moment, warte mal, mir ist da mal aufgefallen. Wenn man genau schaut, dann sieht man, das sind zwei Aufkleber. Und da habe ich gefragt, warum klebt man das zweimal drauf? War das ein Versehen oder war da vielleicht mal ein anderer Preis drunter? Und ich glaube, da sollten wir auch mal kurz intervenieren und mal reinschauen. Das könnte interessant sein. Okay, ja. Es ist nicht nur ein Preis draufgeklebt, es sind insgesamt 1, 2, 3, 4 Preise drüber geklebt. Wenn man hier schaut, haben wir hier einmal 7,99 Euro. Das ist dieses dünne, was wir hier abgefummelt haben. Das kleine. Gucken wir, ob wir darunter nochmal gucken können. Na, lass los. Da ist garantiert jetzt 9,99 oder sowas drunter, wer weiß. Ah ne, wenn man es gegen das Licht hält, dann sieht man 6,99 Euro. Ich glaube, wenn ich mal versuche, mit dem Handy Licht zu machen, vielleicht sieht man es dann. Hier sieht man die 6. Also 7 Euro haben wir hier. Und wenn wir hier schauen, haben wir 9,99 Euro. Und darunter ist noch ein Preis. Mag ich fast drauf wetten. Die Dinger werden nämlich immer größer, die Aufkleber. Ah ne, schade. Schade. 9,98 Euro. Interessant. Also sind sie erst von 9,98 auf 9,99 gegangen, dann auf 7,99, 6,99 und jetzt 4,99. Wow, das muss ja eine tolle Lampe sein, wenn die so wenig gekauft wird, dass sie so drastisch reduzieren müssen. Vielleicht funktionieren sie auch einfach gar nicht. Gucken wir mal rein. So, Stecker rein. Ja, geht. So ganz 10 Watt ist es jetzt nicht. Doch, jetzt ist es 10 Watt. Interessant. Gerade war es kurzzeitig zwischen 8 und 10, also wahrscheinlich 9 Watt. Ja, okay. Kann mit leben. Ja. Macht schon ordentlich Licht, aber
meine beiden 10 Watt Lampen da über uns, die sind nochmal eine Ecke heller. Also jede einzelne. Naja. Gut. Gucken wir mal rein. Ich glaube nicht, dass wir das zerstörungsfrei aufbekommen. Das ist Glas. Nein, das ist Kunststoff. Das ist nie im Leben Glas. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für eventuelles Blutvergießen. Gott! Aha. Aha, 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 es ist geklebt. Das Deckelchen ist da reingeklebt. Gott, mit einem extrem starken Kleber. Aber nichts, was man nicht mit ein wenig brachialer Gewalt lösen könnte. Tada! Wir haben 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macht 16 plus 6 macht 22. 22 LEDs. Wie kommen die jetzt von 22 auf 10 Watt? Da ist ein Rechner. Sollte auch richtig umrechnen. 10 durch 22 macht 5 Elftel. Super. 0,45 Watt. Na. Wüssten die, dass es 0,45 Watt LEDs gäbe? Ich kenne nur einen halben Watt. Und demnach müssten das dann ja eigentlich, wenn es ein halb Watt wäre, müsste das Energy-Messgerät ja 11 Watt anzeigen, plus Verluste. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Gucken wir mal, ob wir das rauskriegen. Das ist eingeklebt mit irgendeinem Silikonzeug. Irgendeine Silikonmasse, die das ganze Ding hält. Wow. Wow. Tatsächlich ist das sogar... Ist das Metall? Das ist das gleiche Material wie hier außen, aber... Das ist tatsächlich Metall. Hey, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Es fühlt sich nämlich an wie Kunststoff. Aber wenn man kratzt, kommt darunter tatsächlich Metall zutage. Faszinierend. Naja, auf jeden Fall. Aluminium-Core PCB. Was eigentlich zu erwarten war. Sogar tatsächlich mit Wärmeleitpaste, Klebstoff, eins von beiden. Ich würde sagen Paste. Die nicht mehr so ganz pastös ist, wurde es angeklebt. Befestigungslöcher sind vorhanden, aber ich frage mich, warum sie die nicht genutzt haben. Das ist wieder so eine typische Sache, wo man sich denkt, ja, hätte man besser machen können, wenn man gewollt hätte. Okay, es ist klar, warum man es nicht genutzt hat, weil auch wenn es so aussieht, dass diese Löcher hier vielleicht darauf passen könnten, sie tun es nicht, da war irgendwer zu blöd zum Arbeiten. Hätte man ja richtig machen können. Geht ja nicht. Na gut. Mal weiter forschen, wie das denn da drin aussieht. Schraubenzieher. Währenddessen lasse ich den Lötkolben mal kurz aufheizen. Dann können wir dieses Platinchen da wegmachen. Das ist im Weg. Ah, interessant. Ich ziehe damit den ganzen Sockel unten raus. Müssen ja ellenlange Schrauben sein. Oder auch nicht. Schrumpfschlauch. Schrumpfschlauch versiegelt und in einem Plastikpäckchen. Das ist nicht schlecht. Also Berührungsschutz ist auf jeden Fall gewährleistet. Da dürfte nichts passieren.
So. Das mal beiseite. Kriegt man den Fuß irgendwie ab? Nee. Kriegt man nicht ab den Edison-Sockel. Dann schneiden wir das doch mal auf. Sehr, sehr dicker Schrumpfschlauch. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich halte es gleich nochmal hoch. Unglaublich dickes Zeug. Das ist locker ein Millimeter dick. Und es ist extrem robust. Also ich glaube nicht, dass da irgendein Pin durchschlagen könnte. Schauen wir uns mal die Platine an. Eigentlich so gar nicht mal so hässlich. Es ist eine augenscheinlich eine FR4-Platine. Also ein glasfaserverstärkter Kunststoff und nicht dieses Hartpapierzeug. Wir haben hier augenscheinlich, was ist das, eine kleine Sicherung. Ich würde sagen, es ist eine Sicherung fast schon. Geht von L nach... Ja, das ist eine Sicherung. Hätte auch ein Überspannungsableiter sein können, gibt es ja auch als Gasentladungsröhrchen, aber hätte hier auch nicht wirklich viel Sinn gemacht. Dann haben wir einen Brückengleichrichter diskret aufgebaut. Hier mit den vier Dioden. Eingangskondensator dürfte der sein. Es handelt sich dabei um einen Chang Brand. 2,2 μ 400 Volt. Sogar 105 Grad. Nicht schlecht. Nochmal 4,7 μ 400 Volt. Ob die Parallellänge oder ist das eine Filterung? Geht da rein, geht hier an die kleine Spule, dann könnt ihr hier ran. Tatsächlich, eine Eingangsfilterung haben wir hier sogar verbaut. Einen kleinen CLC-Filter. Ein kleines IC, ein kleines Schalt-IC. Was ist das wohl? Wow, sogar mal gemarkt. Das ist ein BP2832. Das sagt mir jetzt so auf die Schnelle nichts. Dieses hier, das ist wahrscheinlich das Regel-IC. Muss ich gleich mal das Datenblatt anschauen. Entsprechende passive Komponenten außenrum, um das Ganze hinterher mal anzusteuern. Hier haben wir den Ausgangstransformator oder Schalttrafo. Was mich wundert, kein Schalttransistor. Der wird wahrscheinlich da mit eingebaut sein. Faszinierend. Echt faszinierendes Ding. Sehr klein, sehr kompakt. Aber trotzdem gar nicht mal so schlecht aufgebaut. Und augenscheinlich könnte es tatsächlich eine Trennung zwischen Primär und Sekundär haben. Auch wenn hier die Kriechabstände auf der Seite nicht so super toll sind. Na, weil wir haben hier, ich behaupte mal, das hier sind die Eingangspins. Und der lustigerweise auch. Nein, nein, es hat keine galvanische Trennung. Entschuldigung, hat keine galvanische Trennung. Das hier ist der zweite Kondensator. Und hier geht es direkt an einen der Ausgangskäbelchen. Interessant. Warum? Mit einem Schlag ist die Schaltung irgendwie merkwürdig. Ich glaube, ich muss sie mal aufzeichnen. So, da sind wir wieder. Ich habe mir diese Schaltung jetzt mal ein bisschen angeschaut und ich muss sagen, hier wurde echt einiges an Mühe investiert. Es ist zwar immer noch eine relativ einfache, primitive Schaltung, aber allein, dass hier ein Eingangsfilter und wirklich eine richtige Sicherung verbaut wurde und nicht einfach nur ein Widerstand, der bei Überlast abfackelt, muss ich schon sagen, Hut ab. Auch hier die Speicherdrossel für, das ist ein nicht isolierter Buck-Konverter, also ein Step-Down-Wandler. Diese Speicherdrossel hier, dass die allein dieses Format hat auf diesem kleinen Trafokern, finde ich wirklich echt nicht schlecht. Dieser Kondensator auch. Das ist auch so eine Sache, die man hätte wegrationalisieren können, wurde hier aber nicht gemacht. Gucken wir uns das Ganze doch mal auf der Schaltung an. Ich habe das Ganze mal aufgezeichnet
Und wenn wir uns das ansehen, wir kommen hier von dem E27-Gewinde rein, gehen durch die kleine Sicherung, ein Wert ist leider nicht zu erkennen, gehen in einen Brückengleichrichter, der ist aufgebaut aus 4x M7 SMD-Dioden. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind M7 ganz stinknormale 1N4007, also 1000 Volt 1 Ampere Dioden. Dann haben wir einen Ladekondensator mit 2,2 μ. Dann kommt eine Siebdrossel mit einem Widerstand drüber. Diese Drossel bildet zusammen mit den beiden Kondensatoren im Prinzip eine Siebschaltung. Ich vermute, dass das deswegen gemacht wurde, um einerseits Störungen aus dem Netz, die hier eindringen könnten, zurückzuhalten, andererseits Schaltstörungen, die hier entstehen, auch nicht so einfach zurück ins Netz zu speisen. Da freut sich der Energieversorger. Ja, wie gesagt, CLC-Siebung kombiniert mit dem R, 4,7 μ in der zweiten Stufe. Dann haben wir hier ein IC, das BP2832. Die äußere Beschaltung davon ist im Prinzip einfach nur, um quasi den Arbeitspunkt davon einzustellen, um entsprechend zu bestimmen, mit welchem Strom die LEDs getrieben werden müssen. Oder nicht müssen, sondern mit welchem Strom sie getrieben werden. Diese ganze Geschichte konnte ich jetzt leider nicht genauer aufschlüsseln, wie diese Werte zustande kommen. Aus dem einfachen Grunde, ich finde zu diesem IC kein Datenblatt. Ich finde eins zu einem BP2832A, aber ich bin mir nicht sicher, ob das gleiche ist, weil bei diesem Datenblatt, was ich gefunden habe, ist zwar ein Text vorhanden, aber keine Zeichnungen. Entsprechend kann ich nicht überprüfen, ob das Pinout identisch ist. Was aber auffällt, sind so Dinge wie dieses hier. Warum um Himmels Willen wurden hier einmal 2,7 Ohm und ein 3 Ohm Widerstand parallel genommen dafür? Wurde da versucht, irgendein ganz bestimmter Wert von ungefähr 1,4 Ohm zu erhalten? Vielleicht ist dieser Pin dann der entsprechende, mit dem man den Strom einstellen kann. Man könnte jetzt einfach mal hingehen, gucken, was passiert, wenn wir da andere Werte einsetzen. Aber ich sage ganz ehrlich, ich finde diese Lampe so gut, ich würde sie gerne benutzen. Und ich möchte dafür jetzt nicht gerade das Risiko eingehen, das Ding in die Luft zu jagen. Von daher, wenn jemand so ein Datenblatt für dieses IC hat, ich würde mich sehr freuen, das zu erhalten. Hier haben wir 2x360 Kiloohm in Reihe und einen 1 μ Kondensator gegen Masse an diesem Pin 3. Das wird höchstwahrscheinlich der Spannungseingang für das ganze IC sein. Was heißt, es ist der Spannungseingang, weil das ist der einzige Ort, wenn man sich das Ganze anschaut, woher das Ding überhaupt eine Betriebsspannung bekommen kann. Auch hier ein bisschen Detailarbeit, dieser 1 μ. Ich weiß nicht, ob er im Datenblatt spezifiziert ist, aber eventuell hätte man auch den wegrationalisieren können. Genauso diesen, 2,2 μ. Dieser Kondensator ist einfach nur dafür da, um die Spannung, das ist ja ein Schaltregler, die wellige Spannung, die entsteht, nochmal zu glätten. Das wird bei vielen günstigen Lampen nicht gemacht, weil dieser Kondensator, der kostet einen Bruchteil von einem Cent und bei Millionen Stück sind das dann schon mal einige Hunderttausende von Euros. Also auch hier wurde nicht gespart. Das ist hier die entsprechende Speicherdrossel, von der ich gerade schon gesagt habe. Mit dem schönen Gehäuse. Wirklich auch hochwertig verarbeitet, mit richtig dicker Isolierfolie. Ich habe mal versucht, da durchzupieksen. Also, gut, mit dem Kugelschreiber sowieso nicht, aber selbst mit dem Schraubendreher, ich komme da kaum durch. Das ist richtig massiv aufgebaut, das Ding. Die Werte von den beiden Spulen habe ich gemessen. Genauso von dem 1-μ-Kondensator, der hat 980 Nano. Interessant ist auch, diese Diode ist eine Freilaufdiode. Mehr oder minder eigentlich nötig, aber auch da habe ich schon bei billigen Designs gesehen, dass die einfach wegrationalisiert wurde. Die sorgt dafür, wenn eine Induktivität sich auflädt, ist es ja eine Art magnetischer Energiespeicher.
In dem Moment, wo das Magnetfeld zusammenbricht, also beim Ausschaltvorgang, und hier schalten wir ja ständig an und aus durch dieses IC, beim Ausschaltvorgang entsteht eine sehr hohe Spannungsspitze, die quasi in entgegengesetzte Richtung zurückschießt. Und das könnte uns entsprechend Teile der Schaltung vollkommen zerballern. Und diese Diode sorgt dafür, dass das nicht passiert. Also auch hier wurde Designarbeit geleistet. Eigentlich echt ein schönes Ding. Und für den Preis kann man jetzt so nichts sagen. Ursprünglich angegeben mit 17,99 Euro, dann reduziert auf, was war es? Ich glaube 10. Dann hatten wir 9, 8, 7 und jetzt 5 Euro. Ich muss sagen, für 5 Euro für eine 10 Watt LED-Lampe kann man nichts sagen in der Qualität. Von mir eine klare Kaufempfehlung. Wenn ihr da rankommt, nehmt ein paar von den Dingern mit. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.